Ja, hallo zusammen. In den letzten Folgen haben wir uns so ein bisschen beschäftigt mit den Inventarerweiterungen und Dingen zu bauen, um unser Inventar unterzubringen. Das beschränkte sich natürlich erstmal nur auf Schilfsachen. Wir haben uns ein Bett gebaut. In der Zwischenzeit war ich auch noch ein bisschen fleißig, habe uns unsere Unterkunft ein bisschen ausgebaut. Türen kann ich noch nicht machen, dafür fehlen mir noch ein paar Dinge. Also behelfe ich mir, indem ich einfach den Ein- und Ausgang verschließe. Hier habe ich einen kleinen Tunnel gebaut und der endet mit einer Wasserversorgung. Das hat natürlich einen Grund, warum ich das gemacht habe. Wir brauchen ein Messer und wir brauchen Holz. Alles da, super. Ja, ich habe schon mal ein paar Sachen gefunden. Ich war mal ein bisschen unterwegs, damit wir relativ zügig und zeitnah uns anschauen können, was wir wofür brauchen. So, E-Taste drücken. Wir bauen uns jetzt ein Hilfsmittel, um Sand zu schürfen. So könnte man eine Keule, Holzkeule machen. Und so machen wir eine hölzerne Pfanne. Die brauchen wir. So. Messer wieder weg. Holz wieder weg. Ja, es ist Nacht, es regnet. Wir schlafen kurz. In 3 Tagen spätestens kommen Monster. Jo. Schauen wir mal. Okay. Ach so, ja. Was brauchen wir denn dazu? Wir brauchen die Holzpfanne. Und wir brauchen Sand. Sand findet man in der Regel in der Nähe vom Gewässer. Es sei denn, man hat ein so tolles Gewässer wie hier, wo wir nur Kies haben. Tja, Pech gehabt. Nächstes Gewässer suchen. Es ist immer wirklich eine Frage von was habe ich in der Umgebung? Und ja, wo finde ich was? Es ist ratsam später, wenn man so ein bisschen Inventar, ein bisschen Schutz hat, wenn man das alles so ein bisschen ausgebaut hat und dann sich ein bisschen in der Gegend umgucken möchte, was wirklich immer gut ist. Wir werden das ja auch noch machen. Aber wenn man dann durch die Gegend flitzt, dann sollte man sich seine Umgebung auch entsprechend anschauen. Auch wenn da Sachen sind, die man gerade nicht braucht, irgendwann kann man sie vielleicht gebrauchen. Und dann ist es gut zu wissen, wo man es findet. So. Hier ist jetzt so eine blöde Steilküste. Wir müssen mal gucken, wo finden wir denn einen Weg, dass wir runterkommen. Was haben wir denn hier für eines? Ausgewachsenen Roggen. Oh, den nehmen wir mal mit. Kann nicht schaden. So. Und jetzt haben wir Sand. Tonsteinsand.
aus der Erfahrung heraus kann ich nicht empfehlen, direkt die Blöcke am Wasser abzubauen. Warum nicht? Das ist relativ simpel. Es entsteht eine Strömung und die nervt dann irgendwann beim Sandabbau. Ich demonstriere das mal. Ich mache hier ein Loch. So, und wenn ich jetzt das hier wegmache, strömt das hier rein. Und dann nervt es natürlich beim nächsten Abbau. Also, ich persönlich mag es nicht. Wenn es euch nicht stört, nehmt es mit. So. Jetzt haben wir Sand. Das reicht fürs Erste. Wir wissen ja jetzt, wo wir es kriegen, wenn wir es brauchen. Okay, ab nach Hause. Damit wir ja, anfangen können, den Sand zu durchsuchen. Denn das ist die eigentliche Aufgabe, die wir uns gestellt haben mit dem Sieb, mit dem Holzsieb. Was man dringend dazu braucht, deswegen habe ich diese Leitung gelegt. Ups, das war jetzt blöd. Abgestürzt. Aber macht nichts. Da ist unsere Heimat. Ja, zwischendurch Essen nicht vergessen. Ganz wichtig. Und jetzt machen wir erstmal wieder die Hütte zu, damit uns kein ungebetener Gast hier hineinkommt. Und jetzt stehen wir hier. So, warum habe ich dieses Konstrukt so gebaut? Das Wasser kommt von außen vom See. Reicht aber von der Bauweise her nicht direkt bis ins Haus. Einen Eimer habe ich noch nicht, dass ich mir eine Quelle erstellen könnte. Also muss ich mir behelfen. Ich lasse das Wasser so weit fließen, wie es nur eben geht. Am Ende platziere ich einen Stein, damit ich ins Wasser springen kann, ohne davon abgetrieben zu werden. Beziehungsweise späteren Verlauf, dass Dinge, die ich im Wasser finde, im Sand finde, ins Wasser fallen und auch nicht weggetrieben werden. Das heißt, ich kann sie später immer wieder einsammeln. So, jetzt habe ich natürlich auch schon ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen. Ich kann was finden im Sand. Also, ich habe hier Sand. Den platziere ich einen Block hinter mir. Ich muss im Wasser stehen und ich aktiviere die hölzerne Pfanne. Mit dem Rechtsklick auf den Sandblock mache ich mir die Pfanne voll. Mit einem weiteren Rechtsklick beginnt die die Schürfarbeit. So, und um jetzt mal zu demonstrieren, ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Wir bauen jetzt den Sand Block eben einmal ab. Ich mache gleich Folgendes. Wenn ich das hier weggearbeitet habe, lege ich mein komplettes Inventar einmal ab, damit man einfach mal sehen kann, was kommt denn dabei raus, wenn ich so einen Sand abbaue und schürfe. Also eins kann ich gleich vorweg sagen. Es ist natürlich Fleißarbeit. Da kommt jetzt ein bisschen Fleißarbeit einfach auf euch zu.
Das ist nun mal so. Aber von nichts kommt nichts. Und ganz ehrlich, man sieht hier schon eine Pfeilspitze. Da sind auch Sachen bei, die wirklich Sinn ergeben. So, zack, die Stöcker weg. Den Kies weg. Das Messer kann bleiben. Feuerstein weg. Die Werkzeuge an sich können bleiben, denn die können ja nicht nochmal gefunden werden. Die sind ja gecraftet. So, Stein dahin und Erde weg. So, Inventar ist leer. Nur noch gecraftete Sachen und unser Sand. Okay, wir stellen uns wieder ins Wasser. Block hinstellen und abbauen. Jetzt, haben wir natürlich dieselbe Situation wie eben. Jetzt haben wir einfach nur was abbauen müssen. Aber ihr seht schon unten im Inventar, es ist schon Feuerstein gefunden, es sind schon Pfeilspitzen gefunden. Also, ich denke mal, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, es ist schon für einen Anfang echt eine gute Sache, hier mal ein kleines bisschen Zeit zu investieren. Da, wir haben Kupfer gefunden. Sehr gut. Weil Kupfer brauchen wir dringend, um uns Kupferwerkzeug herzustellen. Zweite Kupfer. Wir benötigen 20 Kupfer Nuggets, um einen Kupferbarren herstellen zu können. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. So. Wir haben jetzt zwei Blöcke abgebaut. Zwei Sandblöcke. Und schauen uns einmal an, was haben wir gefunden. Wir haben einen Feuerstein gefunden. Wir haben eine Pfeilspitze aus Feuerstein. Eine Kupferpfeilspitze. Zweimal Kupfernugget, Tonstein und klaren Quarz. Das war unsere Ausbeute für, na, ich würde sagen, 3 Minuten Arbeit. So, und wie gesagt, ab jetzt würde ich sagen, erstmal Sand abbauen, Sand abbauen, Sand abbauen, bis ihr wirklich entsprechend Kupfer und sonstiges zusammen habt. Das könnt ihr ja dann regeln, wie ihr das wollt. Und dann können wir entsprechend in den nächsten Folgen auch weiter damit arbeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach ein Like da oder vielleicht auch ein Abo. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Tagen. Tschüssikowski!